Willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. So. Habe ich überhaupt abgespeichert? Ich weiß es gar nicht. Ich habe erstmal eine Pause eingelegt. Etwas längere Pause. Weil das Spiel, das ist richtig schön gruselig. Film entwickeln, genau. Der hatte das Buch gehabt. Okay, ich dachte, da müsste irgendwie so eine Schelle hin. Ihr wisst schon, Schelle, so eine. Ihr wisst, was ich meine. Aber so schnell kann man halt kein Bild. Obwohl, warte mal, warte mal. Nee, doch nicht. Nein, so schnell geht das nicht. Ich habe schon mal Bilder entwickelt. In einem Darkroom. Ich weiß wieder, dass das nicht so einfach funktioniert, direkt vom Film. Man muss das erstmal in so eine Lage ausrollen, so eine Lage packen. In so ein Röhrchen haben wir das damals getan. Und dann später kommt das mit den ganzen verschiedenen Lösungen bei den Becken. Ach, ist schon was. Naja, ich erzähle euch das vielleicht ein anderes Mal. Aber jetzt. Habe ich erstmal zu tun. Genau. Auf zum Dachboden. Ach, Junge. Der hat es aber auch bitter nötig. Nicht dein Ernst. Wollen wir mal die Pumpe ausprobieren? Oh, nicht geladen. Alter! Ey, die war vorhin tot gewesen. Stirb, Hilde! Hilde? Hilde ist tot. Alles klar. Ich spare mir mal die Muni. Aber kann ich theoretisch mit dem Seitenschneider? Kann ich damit nicht theoretisch? Ich habe den Seitenschneider nicht dabei, oder? Doch, habe ich. Aber komm, ich kann mich doch ein bisschen damit fest und dann da umdrehen. Doch, das müsste doch möglich sein. Tresor, wollen wir heute mal Codeknacker spielen? Okay, spielen wir heute mal den Codeknacker. Das Knacken ist hier irgendwie anders. Hört mal genau hin, hört mal. Und P. Nicht? Dann halt nicht. Ich könnte schwören, es wäre irgendwie. Wollen wir alles mal durchprobieren? Probieren mal das hier und was nehmen wir noch? DC, nein. Didi, ja, kennt man ja noch aus Yu-Gi-Oh!, alles klar. Wir spielen heute mal den Codeknacker. Doppel D, weil Körbchengröße. Ich glaube, ich habe alles gerade durchprobiert, oder? Habe ich.
Probieren wir jetzt einfach mal alles mal durch. So. Nein. 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 Ich werde euch gut, dann kann ich wenigstens sagen, ich hab's versucht. Oh, warte mal, warum leuchtet das hier so komisch auf? Ist das D vielleicht richtig? Müssen die vielleicht aufleuchten? Warte mal, wollen wir das. Ah, warte mal, das leuchtet so komisch. Warte mal, doch, warte mal. Ist das nur wegen des Grades des Verrostens? Na guck mal, wenn ich das jetzt runter mache, dann ist es dunkel. Oder muss es vielleicht dunkel sein? Doch. CBL. Jetzt ist es komplett dunkel. Arg. Na guck mal, die werden so komisch hell. C. C, D, K. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Es kann nicht mal irgendwie auf Anhieb funktionieren. Nein, es muss immer umständlich sein. Was soll ich denn mal bitte schon machen? Ich hab's probiert. Obwohl, wollen wir die ganzen. Nee, ich dachte, ich wäre jetzt eigentlich auf einer großen Sache auf der Spur, aber guck mal hier. Warte mal, N, warte mal doch. Ich bin da, glaube ich, Nein. Ich dachte jetzt nur, was jetzt so die Farben angeht. Ich hab's probiert. Halt, warte. Toll, ich darf schon wieder Codeknacker spielen. Jetzt geh ich schon auf, du scheiß Ding. Ey, komm, hätten die Kollegen das nicht mal irgendwie notieren können? Ey, haben die vielleicht nicht irgendwo stehen? Hey, Rüdiger. Klaus, wer auch immer, das da ist mein Code. Für den und den Spind, lass mal die Finger davon. Ich will einfach nur. Vor allem kann man da. Leon, du. Ich habe genug Munition. Wir können das Ding problemlos aufschließen. Jetzt geh schon auf, du Scheißding. Mäh. Kahn muss es sein. Es ist. Kahn ist der Code, genau. Ich weiß nicht, was die Farben angeht. Jetzt. Ich bin mir eindeutig sicher, dass dieses helle Aufleuchten was bedeuten hat. In dem Fall C oder D. C, D. Sucht euch was aus. Helligkeit. Ich gucke jetzt nur auf die Helligkeit. C, D. D, C. C, C. C, B. Guck mal hier, das ist M, das ist zum Beispiel auch so hell. Oder muss das dunkel sein? Weil man nämlich jetzt nur die dunklen Zahlen. A, C, A, 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 P.
Komm schon, mach auf! Dann nicht. Ich will ja auch nicht eure Zeit verschwenden. Mach schnell diese scheiß Statue. Ich könnte ja auch mal die Fenster verriegeln. Und wer, jetzt kommen gleich irgendwelche Viecher durchs Fenster gesprungen, dann bin ich wütend. Das gab's bei Resident Evil Zeros, da sind halt Hunde durchs Fenster gesprungen. Ich hab was gehört, warte mal, ich steh mal kurz den Fernseher lauter, Moment. Da war doch etwas, da war was. Du bist tot. Scheiße, ich bin wieder in der Bibliothek. Aber wo zur Hölle war nochmal die Statue gewesen? Die eine Statue, der ich hier das Buch in die Hand drücken muss. Ich meine, klar, ich könnte mir jetzt auch jederzeit ein Let's Play von mir anschauen. Einfach nur, um nochmal zu gucken, wo diese bescheuerte Statue ist. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich auch gleich. Quasi, ich schaue mir mitten ein Let's Play von mir an, einfach nur um nochmal zu gucken, wo diese verdammte Statue ist. Oh. Muss ich übersehen haben. Wo ist diese... Gut, ich habe absolut keine Orientierung mehr. Tut mir leid, Leute, ich habe keine Orientierung.
Gucken wir mal kurz auf die Karte. Map. Map heißt Karte. Okay, Büro. Da ist ein Tresor. Na, wozu war da Pistole mit und da war nichts? Ja, den Bereich habe ich noch nicht so richtig abgesucht. Ventil, das Kombinationsding. Einen Wagenheber gab es dort ebenfalls. Kaiserstatue, okay. Okay, Moment, ich glaube, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Ich glaube es. Ich mache noch heute diese eine Aufnahme und dann haue ich mich auch mal hin. Ach, den Tresor, den muss ich auch noch knacken. Ach Mensch, hier muss es doch irgendwo Zahlenkombination geben. Ach doch, ich erinnere mich. Ja, hier. Hier gab es auch diesen brennenden Zombie. Huldigt dem Kaiser. Nimm dieses Buch. Ach, jetzt muss ich Ihnen das noch geben oder was? Ach, toll. Benützen. Ja, da soll mich doch. Nee. Ey, das ist Zepter. Den kenne ich noch vom JBB. Also. Wow. Cool. Jetzt kriegt ne Bitch wieder Schwänzen, ne Kinder. Jonna kann nicht betteln, ich will ihm lieber Nachhilfe geben. Alles klar, Zepter, du bist ein richtig guter Rapper. Schade, dass du wirklich so früh rausgeflogen bist. Aber hey, Zepter, jetzt mal unter uns. Du bist gegen einen richtig guten Kandidaten rausgeflogen, ja? Das ist also. Okay, gucken wir mal. Kurzer Stab mit Juwel. Hey. Wenn ich die Apokalypse überlebe, dann kann ich mich damit ein bisschen bereichern. Ja, Mann, ja, Mann, ja, ich bin reich. Oh, yeah. Na, was kann ich damit anstellen? Ich gehe einfach die andere Richtung. Ist halt immer noch der brennende Zombie. Er brennt nicht mehr. Ich speichere vorab. Ist mir zu riskant. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben, dann noch mal den kompletten Weg zu laufen.
Ja gut, ich habe auch ein paar Schüsse verballert, aber komm. Ich werde bestimmt unterwegs noch richtig schön viel Munition dafür finden. Außerdem, ich bin schwer bewaffnet. Ich habe hier einen massig Schuss für die Knarre übrig. Von dem her, ich kann mich erstmal mit der Knarre zur Wehr setzen. Alles gut. Vielleicht nehme ich auch noch mal um Mitternacht einen Part auf. Was passiert, wenn man Resident Evil 2, das Remake, um Mitternacht spielt? Und ja, ich berühre gerade das Mikrofon mit meiner Nase. Warum ich das tue? Nun, ich bin mir selber nicht ganz sicher, warum ich das mache. Vielleicht einfach nur, um diese Anspannung wegzunehmen. Das Ganze ein wenig nicht so ernst zu nehmen. Und etwas frischen Mut zu tanken. Bäm. Oder ich flitze einfach mal zur Tür raus und öffne unten mit dem Seitenschneider. Nee, das ist kein Seitenschneider, das war das nochmal. Das war ein Schneidewerkzeug. Großes Werkzeug. Ich einfach durch. Brains! Brains! Give me some brains! Ich hoffe, ihr seid alle tot. Ach, Scheiße, hier bin ich jetzt gelandet. Und ich hab's nicht verriegelt, scheiße. Bleib liegen. Ja. Alter Schwede. Stirb! Ich reiß dir das Auge aus und piss dir ins Hirn. Einfach mal, weil ich's kann. Ja, genau. Noch jemand? Ja, komm doch her. Komm doch her. Ja, komm mal her. Na? Oh, Scheiße, er macht's wirklich. Scheiße. Der hat das wirklich gemacht. Der ist ja wirklich zu mir gekommen. Sonst noch jemand? Oben in den Schächten. Oder? Nee. Doch. Hanf.
Nee, das Fenster muss ich dringend verbarrikadieren. Scheiße. Hier. Du kommst nicht vorbei. Oh ja, Munition, her damit. Blendgranate. Bereithalten, dann werfen, alles klar. Das war knapp. Mein Inventar ist voll, das ist schlecht. Ah. Nein, 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 nein. Nein. Ja, dann versiegle ich das Fenster hier und dann habe ich wieder Platz. Auch wenn das vermutlich jetzt nicht die beste Idee ist. Ach, Dreck. 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 Ah, es fängt schon wieder an. Ich will etwas plündern, aber mein Inventar ist voll. Dieses berühmte Augenzittern zittern bei mir, das... Oh Gott. Das ist furchtbar. Natürlich. Laufburschen spielen? Ich glaube, ich spiele mal den Laufburschen. Aber es sind nur zwei Sachen. Beziehungsweise das eine brauche ich bestimmt. Oder? Warte mal, wo komme ich überhaupt hin? Ist das wieder... Nein, ich dachte, ich komme jetzt in der Haupthalle raus. Obwohl, warte. Wenn ich jetzt hier abbiege, dann dürfte ich doch theoretisch wieder... Ach, dafür brauche ich das Elektroteil. Ah, okay, ich verstehe. Gut, 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 gut. Ich habe eine Idee. Egon hat einen Plan, okay. Wegwerfen kann ich es nicht. Wegwerfen kann ich das Ding ebenfalls nicht. Nein, werde ich nicht wegwerfen. Nein, das werde ich behalten. Es ist nur eine Patrone. Genau, nehme ich das hier mit, das Elektroteilchen. Dann bringe ich das hier an. Ha! So, und jetzt muss ich erstmal ausrangieren. Gut, rangieren wir erstmal aus. Also, das Ding werde ich jetzt bestimmt nicht gebrauchen. Ja, behalten wir erstmal. Verstauen, verstauen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich kann es noch nicht wegwerfen, also kann ich das noch gebrauchen. Das Ding werde ich eh gleich los. Oben bei dem Ventil werde ich das dann dran schräubeln. Ich bleibe es mal so. Speichern. Okay, gut. Das ist jetzt eine kleine Nachricht an mich selbst. Also, an mich selbst, wenn ich das wieder spielen sollte. Werde ich, ganz wichtig, das Ventil oben
bei diesen kaputten Rohren anbringen und mal gucken, wo es mich dann hin verschlägt. Jedenfalls kann ich das noch nicht wegwerfen, weil es noch gebraucht wird. Ich habe momentan vier Schuss Munition für die Schrotflinte. Sehr schön, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, seid anständig, macht keine Dummheiten und passt auf euch auf. Macht's gut.